Ah, da ist A. Fuck. Okay. Das ging schnell. E. So. Okay. Werfe Granate! Warum wirfst du jetzt eine Granate, du Idiot? Da ist niemand. Ui, 193 Meter. Na gut, dann rennen wir wieder in diese Richtung. Also, ja, ihr seht, das Spiel ist, ja, es überzeugt mich jetzt nicht, muss ich zugeben. Es überzeugt mich jetzt. Also, es läuft schön flüssig und es ist schön anzusehen, so ist es nicht. Also, ich meine, ich spiele es auf Ultra-Einstellungen und ihr seht unten in der Ecke, ich habe konstante 30 Frames. Ich bin an A vorbeigelaufen, irgendwie habe ich das Gefühl. Ach so, das ist unten, ne? Ich bin drüber gelaufen quasi. Und mal hier runter jumpen. Zack. Und dann mal hier. Und da hinten irgendwo ist A. Aber im Moment sehe ich auch keine Feinde, muss ich sagen. Oh, der ist einer von meinen. Scusi. Das ist auch einer von meinen. Keine Feinde da zurzeit, würde ich sagen. Ja. Da wurde gerade geballert, aber. Hier ist keiner. Da ist einer von meinen. Da flog eine Granate. Dann ist er da, ist er. Aua. Von wo kam der jetzt? Na gut, ja. Was wollte ich sagen? Also es ist sehr... Ja. Ja. Ich möchte da in die Richtung bitte und da unten entlang. Ah. Ja, irgendwie. Also es überzeugt mich jetzt nicht. Es ist ganz nett und man kann da mal reingucken, aber wenn ich jetzt gleich die Stunde voll habe, ich glaube, dann habe ich mit dem Spiel auch. Ja. Aua. Von wo kam der denn? Also man sieht hier, scheinen viele Leute zu sein, die ja schon ein bisschen was gemacht haben und das Spiel ein bisschen gespielt haben, auch Sonderausrüstung haben, vermutlich vielleicht auch Geld investiert haben, weiß ich natürlich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, weil also wenn man das so gesehen hat, gerade ist das Spiel schon offensichtlich auch auf Pay-to-Win aus. Ja, okay, langweilig. Albern, wenn er mit dem Wagen bis zum Spawnpunkt vorfährt und dann ja, alle abballert, die am Spawnpunkt spawnen, ist das ziemlich öde, muss ich sagen. Die Warnsouveränität hat die Einrichtung erobert. Also, von daher. Na gut, ich weiß auch nicht, wie lange dieses ganze Ding hier noch geht und wie lange man das halten muss, bis dann die Mission erfüllt ist. Von daher. Wow. Ja.
Muss ich sagen, aber da ist jetzt jemand, der hat ein Flugzeug, keine Ahnung. Ja, ist ziemlich albern. Da irgendetwas zu tun jetzt. Ich meine, ich könnte natürlich gucken, ob ich irgendwo ein Flugzeug herkriege. Vielleicht geht das. Wahrscheinlich muss... Ja, sehr albern. Dass man zum Spawnpunkt der Gegner fliegt und die Gegner dort einfach, während sie spawnen, wieder umschießt, ist schon sehr albern. Wenn ich das mal so sagen darf. Was bist du denn jetzt für einer? Eher? Ja. Spawn ändern. Wir versuchen es mal an einer anderen Stelle. Kann ich mir das irgendwie aussuchen, wo ich spawnen möchte? Und wenn ja, wie, wo, was? Ich habe nur da die Möglichkeit zu spawnen irgendwie. Das ist schon ziemlich albern. Irgendwie, weil ihr seht, ich spawne hier und dann... Ja. Werde ich niedergeschossen. Na? So viel dazu. Ist also ziemlich... witzlos. Ah, hier kann man sich noch jede Menge andere... Achso, okay, hier kann man sich die Gebiete angucken, wer welche Gebiete beherrscht und welche gerade umkämpft werden. Ah, das ist natürlich ganz nett gemacht, gar keine Frage. Das ist wirklich ganz nett gemacht, also dass man hier sagen kann, okay, ich möchte jetzt gerne in diesem Gebiet hier kämpfen und ja, kann dann da A, B und C erobern oder was auch immer da gerade für eine Mission läuft. Ja, also es ist ganz nett gemacht so, aber also mich hat es jetzt nicht aus den Socken gehauen. Wir haben die Stunde zwar eigentlich noch nicht voll, 10 Minuten hätten wir noch, wenn ich gerade mal auf die Uhr gucke. Lass mich kurz gucken. Ja, 13 Minuten hätten wir noch, aber ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe euch einen ganz, ganz relativ guten Überblick über das verschafft, was dieses Spiel ist. Wie es funktioniert, was man hier machen muss. Da es keine Missionen gibt und ich im Prinzip jetzt nur irgendwo nochmal wieder spawnen könnte und Capture the Flag spielen könnte, was mich jetzt so richtig nicht überzeugt. Ne? Also als Spiel im Spiel, wie zum Beispiel in SWTOR, wo man das mal machen kann, finde ich es gut. Oder als ein Spielmodus von zum Beispiel Ghost Recon Phantoms, wo ich ja auch Capture the Flag Modus spiele, finde ich es auch okay. Aber hier ist es so, ich spawne quasi in ein schon umkämpftes Gebiet, kann dann ein bisschen rumrennen, ballern und wenn ich sterbe, kann ich wieder respawnen. Also es gibt nicht, dass ich quasi jetzt sage, ich starte jetzt ein Spiel und spawne in einem Gebiet und dann wird das umkämpft und wenn ich gewonnen habe, gehört das Gebiet mir oder nicht, sondern ist halt so, ich spawne immer in einen laufenden Kampf rein. Also ihr seht die Grenzen hier und ich könnte jetzt hier in ein Grenzgebiet spawnen und dann könnte ich um das Grenzgebiet kämpfen, bis ich keinen Bock mehr habe. Oder bis eben so die Zeiten da abgelaufen sind. Ne? Da sind immer irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder so oder zwei und ja. Also es ist, ja, es ist ganz nett, aber es überzeugt mich nicht. Ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat, ihr einen Eindruck von dem Spiel bekommen habt. Und wenn euch das interessiert, dann ladet euch das auf jeden Fall. Gibt es bei Steam. Spielt das Spiel gerne. Also optisch ist es ansprechend, finde ich. Macht was her. Es lässt sich auch wirklich einfach bedienen. Also die Steuerung ist kinderleicht. Aber ist halt nicht so mein Stil, dieses Spiel. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder auch gerne ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in den regulären Reihen oder im nächsten Let's Play Anything. Bis dahin, euer Bob. Ciao.